So Leute, willkommen zurück zum wahrscheinlich letzten Part von Jack 2. Auf der Suche nach dem Nest habe ich was Feines entdeckt, denn in dem Nest sind drei schöne kleine Eierchen, nämlich Precursor Orbs. Die sammeln wir noch ein und ich weiß jetzt auch, wo es zum Nest geht, nämlich da nach rechts. War da aber noch nicht. Hab nur bemerkt, dass da Gegner auftauchen, die Metallschädel fallen lassen. Und das heißt so viel wie, oh, das sind neue Gegner. Und von dem her schauen wir uns hier ein bisschen um und sorgen mal dafür, dass die hier alle sterben. Sterben, sterben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber flink sind die Dinger schon, das muss man ihnen lassen. Da ist noch ein Precursor Orb. Den holen wir uns gleich mal. Oh, ja, 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 ja. Müssen ein bisschen aufpassen. Weil, wie gesagt, flink sind die Dinger, ja. Okay. Hier versuchen. Komm, ey. Wenn ich auch mal ein paar treffen würde, wäre das megamäßig geil. Geht das? Ja, so halbwegs hat's geklappt. So halbwegs hat's geklappt. Was ist das für ein Riesending da? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, was? Der kann schießen. Der kann einfach so schießen. Ja, klar, kannst du schießen, du Ding, du. Ah, okay. Hallo, wie viel wollen da noch auftauchen? Jetzt mal ernsthaft, wie viel wollen da noch auftauchen? Junge, Junge, Junge. Okay, haben wir die erstmal erledigt. So, hoffentlich bekommen wir hier wenigstens ein bisschen Leben. Das wäre ganz nett. Dankeschön. Sehr gut. Okay, die Metallschäden einsam. Wie viel haben wir denn? 55 Stück. Kann ich dann noch die Trophäe bekommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schießen wir mal auf das riesige Ding da. Obwohl, ich glaube, da muss ich den Metallschädel da oben treffen. Oder? Oder kann ich den überhaupt zerstören? Kann ich den überhaupt zerstören, meine Damen und Herren? Was hat den Schlag überlebt? Natürlich hast du einen Schlag überlebt. Ich gebe dir gleich was. Komm, hier. Da hast du es. Sehr schön. Okay, also ein Fausthieb von mir überlebt so ein Precursor. Ne, wieso nenne ich sie eben alle Precursor? So ein Metallschädel, aber weg mit dir. Aber ein Schuss wohl eher nicht. Gibt's hier vielleicht noch ein bisschen Leben? Oh, gib mir den. Dankeschön, Metallschädel. Danke, liebe Ang. Oh, da ist ja noch einer. Ja, klar, ne? Okay, jetzt fahren sie so langsam die schweren Geschütze auf. Das mag mir jetzt eigentlich nicht so gefallen. Was ist das für ein Cruiser? Und wieso ist der kaputt? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wollen wir nicht so enden wie der. Können wir eigentlich auch gar nicht, weil wir keine Maschine sind, sondern ein menschliches Wesen. Ja, klar. Ja, klar. Komm. Oh, komm. Boah. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh Junge, wollt ihr mich hier verarschen? Oh Junge, Junge, Junge. Bitte, weh, da ist kein Leben. Oh, noch ein Schlag und noch ein Tod. Wenn da, ja, da ist kein Leben. Super. Na supi. Ja, super. Ja, ich freue mich. Bekomme ich hier irgendwo Leben? Vielleicht ein bisschen? Weil, nein. Geht weg. Geht alle weg. Oh, Dankeschön. Danke, danke, danke. So, komm, weg mit dir. Hab ich den getroffen? Nee. Oh ja, verpiss dich halt. Scheiß auf den einen Metallschädel. Ganz ehrlich, hab glaube ich eh schon genug verpasst. Da ist nochmal einer. Da ist nochmal einer. Und wo der ist, da sind diese Spinnviecher auch nicht allzu. Bin ich tot? Nein, bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich leider tot. Oh nee, wieder hier. Oh Mann, wieso? Wieso jedes Mal hier? Habe ich wenigstens meine ganze Munition wie? Nein, natürlich nicht. Kann ich hier einsammeln? Ja, kann ich einsammeln. Okay, gut. So, dann sammeln wir wieder ein bisschen Munition ein. Und ich versuche mal einfach hier durchzucruisen, weil ich habe keinen Bock gegen die zu kämpfen, ehrlich gesagt. Die bringen mir jetzt eh nichts mehr, weil die Metallschädel habe ich ja jetzt bereits. So, hoch da. Und das Einzige, was sie mir noch bringt, ist halt Schaden. So, komm, hier einfach durchschlagen. So, komm, weg da. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Ja, komm, schießt du nur. Ich gehe weiter. Ich gehe direkt weiter. Wayne, scheiß auf die. Scheiß auf die, ganz ehrlich. So, gab's hier noch was? Ja, genau. Sehr schön, hier gab's Leben. Wieso habe ich schon so viel Leben verloren? Keine Ahnung, ist ja auch egal.
Einfach hier weiter durchschlagen. So, weil die habe ich alle schon erledigt einmal. Und wenn ich sie schon einmal... Ah, nee, den habe ich gar nicht erledigt. Okay, ja gut, jetzt habe ich ihn erledigt. Ernsthaft? Okay, komm. Nein! Aber es sah gerade so gut aus. Eigentlich. Eigentlich sah es gut aus, aber dann bin ich doch gestorben. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich dort bin. Bis gleich. Okay, wir sind etwa hier wieder an der Stelle und ich muss echt sagen, der Abschnitt macht wieder keinen Spaß. Ich weiß nicht, ist halt nur... Oh Gott, wenn ich da runtergefallen wäre, wäre ich gestorben. Ist halt einfach nur eine riesengroße Masse an Gegnern und Munitionverschwendung. Einfach, weiß nicht, ist Munitionverschwendung vom Feinsten und einfach nur nervig. Es ist nicht wirklich innovativ, es ist nicht wirklich abwechslungsreich, es ist einfach nur nervig, finde ich. Aber gut, was soll's. Diese Hürde müssen wir auch mal überwinden, bis wir uns dann endlich dem großen, großen Boss stellen können. Aber ganz ehrlich, wenn der Bosskampf dann schlecht wird, dann bin ich echt enttäuscht. Enttäuscht, ja. Kann man so sagen. Ich hoffe natürlich nicht, dass der Bosskampf scheiße wird, sondern dass der wenigstens ein bisschen wieder gut macht, was hier diese Szene so ein bisschen verbockt. Ehrlich gesagt, weil... Ja, wie gesagt, es ist, ja, ich weiß, es ist so langsam Finale und so. Und dann muss es halt ein bisschen schwieriger werden. Aber einfach 5000 Gegner reinklatschen, ist natürlich eine Herausforderung, ja. Also es ist jetzt nicht wirklich einfach hier, finde ich. Aber es ist auch nicht wirklich so die Herausforderung, die ich suche, wisst ihr? Ich suche was anspruchsvoll ist und nicht einfach plump 5 Milliarden Gegner da auftauchen. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob man mich verstehen kann. Vielleicht seht ihr das ja völlig anders. Eure Meinung natürlich gerne in die Kommentare. Das würde mich brennend interessieren. Aber ich bin momentan von diesem Abschnitt nicht ganz so überzeugt. Es kommt auch teilweise so vor, wirklich, als ob ich das Spiel niedermache. Aber dem ist auf jeden Fall nicht so. Ich sage einfach so meine Meinung. Den ersten Teil fand ich wirklich genial, habe ich geliebt. Und sind wir jetzt im Nest so langsam? Und wirklich, fand ihn super, den ersten Teil. Aber ja, bei dem Teil hier habe ich doch den ein oder anderen Kritikpunkt, den ich dann halt auch äußern muss und auch äußern will. Ist ja nicht so, dass ich das Spiel nur schönreden will. Ich verkaufe euch hier nichts. Ich sage euch hier einfach nur meine ehrliche Meinung. Und ja, die hört ihr halt auch, wenn ihr lieber nur Schädelmeister. Okay. Habe ich alle Metallschädel eingesammelt? Kann das sein? Hä? Nee. Hier gibt es ja noch mehr Schädel. Okay. Nee, habe ich nicht. Dann habe ich irgendwie die Trophäe für irgendwas anderes bekommen. Keine Ahnung wofür. Auf jeden Fall, hier geht's wahrscheinlich nicht lang. Hier geht's dann wahrscheinlich weiter. Endlich hast du dich entschlossen, zu uns zu stoßen und hast den Precursor-Stein mitgebracht. Gut. Jetzt wird der Junge seinen Teil erfüllen. Nicht dieses Mal. Oh, aber das Kind spielt eine sehr wichtige Rolle. Besonders für dich. Erkennst du ihn nicht? Dieser Junge bist du, Jack. Und dieser Ort, hier hast du angefangen. In der Zukunft. Aber wie? Du wurdest in der Vergangenheit versteckt, um die Fähigkeiten zu erlangen, mir heute entgegenzutreten. Aber Omen hatte Unrecht. Nun, da das dunkle Echo dich verändert hat, wird sich der Stein niemals für dich öffnen. Dein jüngeres Selbst jedoch ist rein. Er allein kann den Stein und die Precursor-Existenz, die darin ruht, erwecken. Dieser Stein ist ein Precursor? Das letzte Precursor-Ei. Mar war sehr klug. Er verwischte seine Spuren, versteckte das Ei vor mir und errichtete den Schutzschild und die Stadt zu seiner Verteidigung. Es hat lange gedauert, doch heute wird mir endlich die letzte Precursor-Lebenskraft zuteil. Ich glaube, du vergisst deine Winzigkeit, du Metallspinner. Wir haben den Precursor-Stein! Nicht mehr lange.
Okay. Finaler Kampf, wie es aussieht. Kann ich ihn schon abknallen? Macht ihm das Schaden? Das macht ihm Schaden. Hey, hallo. Oh, was sind da viele Gegner? Schaut euch das mal an. Oh Gott, und sind das viele Metallschädel. So, einfach schießen, einfach schießen. Ba, 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 ba. Ja, ich mache ihm ja die ganze Zeit Schaden. Das ist ja cool. Haha. Vielleicht bekomme ich ja noch ein bisschen Munition. Das wäre cool. Okay. So. Hey, du. Er schießt wahrscheinlich. Ja. Verdammte Axt. Gib mir ein paar Metallschädel. Danke. Nee, das wird, glaube ich, nichts mehr hier. Aber vielleicht doch. Vielleicht doch. Ich gebe nicht auf, meine lieben Freunde. Haha. Irgendwie ist das cool. Irgendwie ist das... Uiuiui. Nein, nicht. Nein, hört doch auf, Jungs und Mädels. Hört doch auf. Das ist schon seine zweite Phase und, irgendwie... Ah, Flugdinger kommen dazu. Flugmetallschädel. Ja, gut, ich bin tot. Ich bin tot, aber kein Problem. Wir haben hier den Peacemaker, der dir ziemlich viel Peace macht, du kleiner... Sehr schön. Hahaha. Das hätte er bestimmt nicht erwartet. Ich glaube, das hat er jetzt nicht ganz so erwartet. Nein. Triff doch mal. Sehr schön. Nein. Der letzte Schuss. Bam. Okay. Alter, ist der Peacemaker mächtig. So, jetzt wieder die Waffe nehmen und wieder ein bisschen draufballern. So. Ach komm. Ich habe fast kein Leben mehr. Das ist scheiße. Soll ich ehrlich sein, meine lieben Freunde? Ich bin's einfach. Ich habe das Spiel neu geladen, weil dadurch habe ich jetzt mehr Schuss mit dem Peacemaker frei. Oh, oh. Bleib mir vom Leib, ihr kleinen Dinger hier. Verpieselt doch. Verpieselt doch, wenn ich es doch sage. So, okay. Jetzt hatte ich gerade irgendwie so ein bisschen Seitenstechen, deswegen auch immer. Gut, die erste Phase hätten wir schon mal. Die zweite folgt sogleich. So. Oh, Junge, wieso zieht ihm das nichts ab? Okay, jetzt wieder. Voll in die Phrasen. Voll in die Phrasen. Und voll in die Phrasen. Was ist jetzt denn los? Oh, er verfolgt mich jetzt. Hey, du. Oh, Junge, ist das schnell? Ist das schnell? Wieso ist er so schnell? Tauchen jetzt hier auch nochmal Gegner auf, oder wie? Das wäre nicht so praktisch. Ich glaube, ich muss auch mal gegenfeuern. Nein. Oh, die Kamera. Die Kamera ist des Todes teilweise. Des Todes. So, schießt er jetzt dann nochmal? Schieß doch. Okay, dann schießen wir nicht, sondern warten, bis er schießt. Und jetzt können wir auf ihn schießen. So. Was macht er? Oh Gott, was war das denn? Bauchklatsche. Ich dachte, er will sich irgendwie schlafen legen oder so. Aber er hat in Wirklichkeit eine Druckwelle erzeugt. Okay, 1, 2, 3 und jetzt sind wir wieder dran. Hihihihi, hey kleiner Kor. So klein bist du gar nicht. Ich hab nicht drunter fallen. Ich hab nichts gesagt. Junge, 1, 2 und 3. Okay. Wenn es so weitergeht, können wir das hinkriegen. Aber nicht die Fresse zu voll aufreißen. Ich mache ihm echt keinen Schaden irgendwie. Hä? Will er mich verarschen? Er tänzelt nur ein bisschen herum. Ja, kann er von mir aus machen, aber... sieht ein bisschen lächerlich aus, ehrlich gesagt. Nö, es sieht auf jeden Fall männlich aus, Core. Es sieht auf jeden Fall ziemlich hardcore aus. Hau ab. Kommt mir nur so vor, ist das schneller geworden. Okay, jetzt wieder. Auf ihn draufballern und abhauen. Nein. Oh, okay, ich habe noch genug Leben eigentlich. Komm, du hast nicht mal so viel Leben, Core. Bitte kannst du nicht mal down. Eine Mischung zwischen down und drauf gehen. Sein Angst macht mir Schwanz. Sein Schwanz macht mir Angst, wollte ich eigentlich sagen. So, komm, jetzt schieß. 1, 2, 3. Sehr gut. Okay, komm. Aber so mega toll ist der Boss. Kommt jetzt. Ehrlich gesagt auch nicht. Du hast kein Leben mehr. Danke.